Willkommen zum Saugroboter-Test des Cobalt VR300 von Vorwerk. Das Premium-Gerät zählt sicher zu den teuersten Saugrobotern am Markt, lässt dafür aber auch besonders viel von sich erwarten. Wir haben den Cobalt VR300 auf Herz und Nieren geprüft, um herauszufinden, ob er diesen hohen Erwartungen auch gerecht werden kann. Wir wünschen viel Spaß beim Zusehen und starten direkt mit dem Lieferumfang. Im Paket enthalten ist eine Gebrauchsanleitung, ein Filter, eine Seitenbürste, die Ladestation samt Netzteil und der sonst gebrauchsfertige Roboter. Wir fahren mit den technischen Daten fort. Wir sehen, dass der Roboter hier einige Tasten hat. Wird direkt am Gerät oder in der App Start gewählt, verlässt der Roboter seine Ladestation und beginnt zu saugen. Hat der Roboter seine Aufgabe beendet und fährt zur Ladestation zurück, leuchtet die Base-Anzeige dauerhaft. Fährt er nur zum Zwischenladen in die Ladestation, blinkt die Anzeige. Per Taste am Gerät oder auch in der App kann die Spot-Reinigung aktiviert werden. Dabei reinigt der Saugroboter einen kleinen Bereich von standardmäßig 2x2 Meter in einem bestimmten Muster besonders gründlich. Auf Wunsch kann die Spot-Reinigungsgröße aber auch auf 4x4 Meter abgeändert werden. Hier oben befindet sich der Laserscanner mit Bumper, hier gibt es ebenfalls einen Bumper, hier einen Tragegriff und mit dieser Taste lässt sich die Klappe zum Staubbehälter öffnen. In diesem Behälter muss vor der ersten Inbetriebnahme noch der Filter eingesetzt werden. Beim Schließen der Klappe ist darauf zu achten, den Mechanismus zu nutzen und sie nicht einfach hinunterzudrücken. Zum einen kann der Schmutzbehälter so entleert werden, wie wir das hier demonstrieren. Man kann aber auch einen Staubsauger daran anschließen und den Schmutz einfach absaugen. Hier an der Vorderseite haben wir noch drei Ultraschallsensoren. Nun drehen wir den Saugroboter einmal kurz um. Hier sehen wir die Abdeckung der Hauptbürste sowie die drei Bodensensoren. Außerdem die Räder, die Hauptbürste, die an Abdeckung abgenommen werden kann und die Seitenbürste, die vor der ersten Inbetriebnahme noch aufgesteckt werden muss. Bei der Lautstärke haben wir genau nachgemessen. Im normalen Modus schwankt sie zwischen 71 und 73 Dezibel, im Eco-Modus fällt sie mit 70 bis 72 Dezibel etwas leiser aus. Nun testen wir die Navigation sowie die Hinderniserkennung. Um zu veranschaulichen, wie die Navigation ausfällt, haben wir Sägespäne verstreut. Der Cobalt VR300 beginnt dabei sofort, den Raum entlang der Wände zu saugen und reinigt dabei auch den Bereich unter dem Tisch und den Sesseln. Als nächstes säubert er die restliche Fläche, wohlgemerkt in geraden Bahnen, von Seite zu Seite. Etwas anderes hätten wir von diesem Premium-Saugroboter aber auch nicht erwartet. Er denkt sozusagen mit, denn mit Hilfe seines Laserdistanzsensors kann er jeden Raum vermessen und eine Karte erstellen. Für die einmalige Reinigung unseres 10 Quadratmeter großen Raums hier hat er nur 10 Minuten gebraucht. Es hätte wohl aber auch nicht geschadet, wenn er die gesamte Fläche ein zweites Mal abgefahren wäre, denn ein paar Sägespinnen sind doch zurückgeblieben. Der Cobalt VR300 kann bis zu 3 ganze Etagen kartieren. Zuerst spuckt er dann eine solche nackte Karte aus. Darin können aber nach Belieben verschiedene Zonen eingezeichnet werden, die natürlich auch nach den entsprechenden Räumen benannt werden können. Dadurch ist es möglich, dem Roboter gezielte Befehle zu geben, wie etwa Küche reinigen. Besonders praktisch ist natürlich auch, dass die Karte direkt dazu genutzt werden kann, Sperrzonen zu erstellen. Es ist also nicht mehr notwendig, zum Beispiel Magnetbänder auszulegen, um bestimmte Bereiche abzugrenzen. Dazu einfach oben neben Zonen auf No-Go-Lines gehen und schon können entweder einzelne unsichtbare Wände oder ganze Sperrzonen in beliebiger Größe eingezeichnet werden. Hier demonstrieren wir das, oben sieht man, welche Sperrzone wir eingezeichnet haben und hier erkennt man, dass sich der Roboter daran hält, die Sägespäne bleiben liegen, da der Roboter diesen Bereich nicht befährt. Sowohl die Kartenerstellung als auch die Sperrzonen funktionieren sehr gut, hier gibt es absolut nichts zu meckern. Natürlich testen wir aber auch die Hinderniserkennung und hier sehen wir sehr wohl, dass es zu Berührungen kommt. Diese fallen aber nur sehr leicht aus, der Roboter merkt sich den Gegenstand dann auch und reinigt um diesen herum. Hier sehen wir gleich, dass sich der Saugroboter vom Türstopper, den er ja bereits kennt, rechtzeitig abwendet. Er hat sich den Gegenstand also erfolgreich gemerkt. Dieser kleine leichte Teppich und auch das Kabel sind natürlich besonders tückisch.
denn sie sind so flach, dass sie der Roboter nicht rechtzeitig erkennen und somit auch nicht umfahren kann. Zudem können sie sich noch sehr leicht verheddern. Derartige Utensilien sollten also unbedingt entfernt werden, wenn der Roboter sorgt. Oder rundherum wird eine Sperrzone errichtet. Der Roboter konnte sich schlussendlich aber selbst befreien und meidet den Teppich dann auch. Die Flasche wurde bereits vorab erkannt und es kommt nur zu einer minimalen Berührung, als der Roboter rund um sie herum reinigt. Die Hinderniserkennung ist damit im Vergleich definitiv als sehr gut zu bewerten. Mit einer Häufchenerkennung kann der Kobold vor Jahr 300 von Vorwerk aber leider noch nicht punkten. In unserem Test wurden alle drei unechten Hundehäufchen einfach überfahren. Auch die Fähigkeit, Türschwellen zu überwinden, haben wir getestet. Die 2 cm hohe Hürde stellt dabei überhaupt kein Problem für den Saugroboter dar. Bei der 2,5 cm hohen Hürde ist der Roboter hingegen nicht mehr weitergekommen. Bis zu 8 cm hohe Zwischenräume kann der Roboter gar nicht reinigen. Ab 8,5 cm kann er sie zumindest bis zu seiner Sensoreinheit sorgen. Und ab 9,5 cm gibt es gar keine Probleme mehr. Auf die verbauten Abgrundsensoren könnt ihr euch definitiv verlassen. Der Vorwerk-Kobold VR300 erkennt rechtzeitig, wenn es vor ihm in die Tiefe geht, säubert dann nur bis zur Kante und dreht rechtzeitig wieder um. Auch wenn man nicht gerade auf Nervenkitzel steht, kann man den Roboter also unbeobachtet vor einem Treppenabgang saugen lassen. Eine Teppicherkennung mit automatischer Erhöhung der Saugleistung hat der Roboter nicht. Er saugt aber sowieso immer so stark, dass er sehr gut mit Teppichen zurechtkommt. Nun kommen wir zu einem besonders wichtigen Thema, der Saugleistung. Die Saugleistungstests starten wir auf Hartboden und zwar mit 50 Gramm Kaffeebohnen in unserem 1 Quadratmeter großen Testbereich und der Roboter hat 5 Minuten Zeit. Hier sehen wir gleich eine Detailaufnahme. Da der Vorwerk-Saugroboter vorne gerade ist, kommt er natürlich sehr gut in die Ecken und hat runden Robotern gegenüber damit einen riesen Vorteil. Das Aufsaugen der Verunreinigungen gelingt ihm daher auch sehr gut. Zwar hat er nach 5 Minuten noch 3 einzelne Kaffeebohnen vergessen, diese fallen aber nicht einmal ins Gewicht. Er hat die vollen 50 Gramm und damit 100% aufgesaugt. Für den zweiten Test verteilen wir Leinsamen. Mittlerweile macht sich schon ein bestimmtes Muster bemerkbar. Der Roboter fährt erst kurz in die Mitte, dreht dann wieder um und säubert, ausgehend vom Startpunkt, alle Kanten. Und das macht er wirklich sehr gut. Der größte Teil der Verunreinigung ist blitzschnell entfernt. Nach 5 Minuten gibt es zwar noch ganz kleine Reste, aber das muss erst einmal ein anderer Saugroboter schaffen. Der Vorwerk hat nämlich wieder die vollen 50 Gramm und damit 100% aufgesaugt. Hoffentlich setzt sich dieser Trend auch beim Sand fort. Wir lieben die D-Form des Kobold VR300. Dass ein Saugroboter Ecken und Kanten dermaßen schön reinigt, wie das hier zu sehen ist, hat nämlich absoluten Seltenheitswert. Schon jetzt sind beinahe alle Verunreinigungen entfernt und nach Ablauf der 5 Minuten sind nur noch einzelne Sandkörnchen in den Ecken zu finden. Der Saugroboter hat damit wieder die vollen 50 Gramm, also 100% beseitigt. Nun sehen wir uns an, ob er auch mit langen Haaren so gut zurechtkommt. Und dem ersten Eindruck zufolge tut er das. Schon nach etwas mehr als 1,5 Minuten ist kein einziges Haar mehr auf der Fläche zu finden. Spannend bleibt aber natürlich, wie viele Haare tatsächlich im Schmutzbehälter angekommen sind und wie viele sich um die Bürsten gewickelt haben. Und hier ist es so wie bei vielen anderen Geräten. Leider hat sich der größte Teil der Haare tatsächlich um die Hauptbürste gewickelt. Diese ist aufgrund ihrer Borsten nicht ganz einfach zu reinigen. Wenn man die Abdeckung abnimmt und die Bürste herausnimmt, klappt es aber etwas besser. Auch der Umgang mit Tierhaaren soll nicht ungetestet bleiben. Wir haben die Fläche wirklich mit extrem vielen Haaren verschmutzt.
aber dennoch liefert der Vorwerk Cobalt VR 300 auch hier wieder in Rekordzeit ein spitzenmäßiges Ergebnis ab. Leider hat er seine Arbeit aber auch hier wieder nach etwas mehr als 1,5 Minuten eingestellt und leider waren zu diesem Zeitpunkt noch einzelne Härchen auf der Fläche. Er hat diesmal also nicht alles gesorgt. Das Ergebnis ist dennoch als sehr gut zu bewerten. Zum Abschluss haben wir ein Katzenklo aufgestellt und rundherum 50 Gramm Katzenstreu verteilt. Grundsätzlich könnte der Roboter die Streu sehr gut aufnehmen. Mit unserer Situation hier ist er aber leider nicht wirklich klargekommen, denn er hat nicht bis zum Rand des Katzenklos gesorgt und so kommt es natürlich zu einem sehr großen Rückstand. Außerdem sind durch das Überfahren der Streukörnchen weitere Verunreinigungen entstanden und wir mussten im Anschluss feucht durchwischen. Also für diesen Einsatz ist der Saugroboter vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen. Gesorgt hat er hier jedenfalls nur 30 Gramm und damit 60%. Nun testen wir die Saugleistung des Cobalt VR 300 auf Kurzflorteppich. Wir haben dazu wieder 50 Gramm Kaffeebohnen in unserem 1 Quadratmeter großen Testbereich verteilt. Nach der vorangegangenen Performance auf Hartboden haben wir das kommende Ergebnis schon fast erwartet. Der Roboter hat wieder sehr gut abgeschnitten und erneut ein perfektes Resultat erzielt. Er hat die vollen 50 Gramm und damit wieder 100% aufgesorgt. Als nächstes muss der Vorwerkroboter Leinsamen beseitigen. Nahezu die ganze Fläche ist bedeckt. Der Roboter sollte sich hier also auf jeden Fall mächtig ins Zeug legen. Bahn für Bahn geht er mit den Verunreinigungen hart ins Gericht. Und ja, es sieht ganz so aus, als dürften wir uns schon wieder ein perfektes Ergebnis erwarten. Und so ist es auch. Nach 5 Minuten gibt es wieder nur verschwindend geringe Reste, die unserer Waage nicht abgehen, denn dieser bescheinigt die vollen 50 Gramm und damit 100%. Wir machen mit Sand weiter, der natürlich deutlich schwieriger zu entfernen ist. Doch durch die Kombination aus starker Saugkraft und dem Bodenbürsten kann der Roboter viel ausrichten. Diesmal schafft er es zwar nicht alles mitzunehmen, denn einige Sandkörnchen setzen sich zwischen den Teppichfasern ab, aber es ist wieder ein sehr starkes Ergebnis zu erwarten. Nach 5 Minuten wurden 47 Gramm und damit stolze 94% beseitigt. Auch lange Haare sollen bei unserem Teppichtest nicht fehlen. Es handelt sich ja um einen Kurzflorteppich, das heißt der Flor ist nicht so lang, dass sich die Haare irgendwie verheddern könnten. Der Roboter kann sie also relativ gut aufnehmen und ist auch schon nach rund 2 Minuten fertig mit seiner Arbeit. Natürlich müssen die Haare danach aber wieder aus der Bürste gezupft werden. Das ist etwas nervig, denn dafür müssen die Seitenbürste und die Abdeckung extra abgenommen werden. Hier ist die umwickelte Bürste zu sehen und hier die Verteilung der Haare. Wir prüfen nun, ob der Cobalt VR 300 auch bei der Beseitigung von Tierhaaren helfen kann. Durch die Wohnung tanzende Haarbüschel gehören mit diesem Saugroboter auf jeden Fall bald der Vergangenheit an. Es dauert wieder nur rund 2 Minuten und der Teppich ist perfekt sauber. Und bei den kurzen Tierhaaren kommt auch wirklich alles im Stoppbehälter an. Jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick in die My Cobalt App. Folgendermaßen wird der Roboter mit der App verbunden. Zuerst ist es notwendig, einen Account zu erstellen. Als nächstes wird das richtige Gerät, der Cobalt VR 300, hinzugefügt. Hier trifft wahrscheinlich die erste Auswahl zu. Für die Verbindung müssen nun gleichzeitig die Tasten Spot und Eco gedrückt werden. Gebt nun eure WLAN-Daten ein. Und verleiht dem Saugroboter einen Namen. Das Herstellen der Verbindung nimmt nun einen Moment in Anspruch. Und
schon ist alles erledigt und der Saugroboter ist einsatzbereit. Wir scrollen nun einmal durch die App. Wie Zonen und Sperrzonen erstellt werden, haben wir ja bereits weiter vorne im Video gesehen. Daher sehen wir uns nun zuerst den Zeitplan an. Dabei lässt sich einstellen, zu welcher Tageszeit, an welchen Wochentagen der Saugroboter automatisch welche Zonen reinigen soll. Der Kobold-Saugroboter weiß dann selbst, was er zu tun hat, was für mehr Komfort sorgt, da ihr ihn nicht mehr manuell starten müsst. Außerdem kann noch gewählt werden, ob der Roboter im normalen oder im sparsameren Eco-Modus sorgt. Hier kann man dem Roboter einen neuen Grundriss erlernen lassen. Unter Statistik sind die Reinigungsverläufe einsehbar. Die Spotreinigung kann hier in der App oder per Taste am Gerät ausgewählt werden. Es stehen auch ein paar verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Unter manuelle Reinigung lässt sich der Saugroboter fernsteuern. So viel dazu. Nun sind wir beim letzten Punkt, dem Fazit, angelangt. Unserer Meinung nach hat sich der Vorwerk Kobold VR300 auf jeden Fall die Note sehr gut verdient. Vor allem auf Hartboden erbringt er echte Bestleistungen, an die so schnell kein anderer Saugroboter herankommt. Zum einen liegt es an seiner eckigen Bauform, zum anderen an seiner hohen Saugkraft. Die Marke Vorwerk steht schlichtweg für Qualität. Auch die Navigation und die Hinderniserkennung haben uns absolut überzeugt und die interaktive Karte bringt nur Vorteile. Außerdem kann der Roboter für mehrere Etagen eingesetzt werden. So wie die Leistung hat es leider aber auch der Preis in sich. Wer allerdings nicht ganz so viel ausgeben möchte, findet in unserem Vergleich auch sehr gute, etwas günstigere Alternativen.